Eine Marmorbüste aus dem frühen 20. Jahrhundert. Sie heißt Tag und Nacht. Die Nacht kauert im Dunkeln wie der Schatten eines Zweifels. Wohin blickt Antoine Bourdelle hier wirklich? Der Bildhauer aus Montauban, wie Mayol, im Jahre 1861 geboren, ist bekannt für seine Glanzstücke. Beispielsweise Herakles mit dem Bogen, Anspannung pur. Der Körper wird hier zum Gerüst, jeder Muskel zur Facette. Herakles ist von hitzigem Eifer und Energie durchdrungen, genau wie der Futurismus und der Kubismus jener Zeit. Die 1910 im Pariser Salon ausgestellte Skulptur verblüfft das Publikum. Von Rom bis Stockholm, von Buenos Aires bis Tokio reißen sich die Museen um das Werk. Die Kritik und sein Vaterland, die ihm endlich Anerkennung zollen, würdigen es als grandiosen Vorstoß der lebendigen Kunst. Bourdelle ist nun mehr als ein einfacher Bildhauer. Fortan gilt er als bedeutender Künstler. Die ganze Welt ist überzeugt davon. Manche erinnern sich vielleicht, dass das Motiv später als Sportabzeichen dient. Die Franzosen sehen möglicherweise ihre zerknitterten Schulhefte vor sich, die ein Herakles-Emblem prägte. Erahnen die Kinder, die hier spielerisch die Bewegung nachahmen, die Geschichte dahinter? Eine Geschichte wie eine Ellipse, von der sechsten der 12 Arbeiten des Herkules, der im griechischen Mythos mit seinem Bogen die stymphalischen Vögel aushorten soll. Unweit der Seine hält die Statue La France auf dem Vorplatz des Palais de Tokio am Horizont Ausschau nach einer strahlenden Zukunft. Die Skulptur, eine Auftragsarbeit zur Feier der Landung der US-Truppen in der Normandie, wacht hier über die Stadt des Lichts. Ihr Schöpfer, prophezeite Auguste Rodin, ist ein Aufklärer der Zukunft. Als Kind erlernt Bourdelle in der Tischlerwerkstatt seines Vaters in Montauban das Handwerk der Holzschnitzerei. Ich war die Rettung meiner Eltern. Ich arbeitete schnell und die Fabrikanten der Stadt und gerissenen Händler kauften meine Skulpturen. Der Junge greift zum Werkzeug, schlägt Späne aus dem Holz und presst Lehm in Form. Mit 13 Jahren verlässt er die Gemeindeschule. Sein Material ist zunächst der Ton. Er formt ihn so, dass Bilder entstehen, oft mythologischen Ursprungs, so wie diese Nymphen der Jugend, denen die Zeit zugesetzt hat. Sie zeugen von der Versteinerung des Fleisches und geben den Metalldraht preis, der ihnen als Wirbelsäule dient. Wer fühlte sich hier nicht an Edgar Degas und Gustave Moreaus filigrane Figurinen erinnert? Modellieren heißt Form geben. In Paris bringt Bourdelle mit Anfang 20 Ideen zum Ausdruck, die oft düster sind. Er formt sie aus Ton, von dem auch Abdrücke möglich sind, um später aus Gips, Bronze oder Marmor neu zu entstehen. Ein Schrei. Fast scheint er dem Marseillaise-Relief von François Rude am Pariser Triumphbogen zu entstammen. In Erde gepresst, in Materie gebannt. Mal sieht man Spuren des Spatels, mal den Abdruck eines Daumens. Ein kaum vollendeter Krieger, der fast wirkt, als sei er noch in Arbeit. Woran denkt der junge Bildhauer im späten 19. Jahrhundert? An die Kämpfe und Schlachten, die ihn erwarten? An die Sonne, die noch auf sich warten lässt? 1895 gewinnt Bourdelle mit 34 Jahren seinen ersten Wettbewerb. Für seine Heimatstadt Montauban entwirft er ein Denkmal für die Gefallenen des Krieges von 1870. Abgeschlagene Köpfe,
endlose Schreie und in der Mitte, ungebändigt, ihr Schöpfer. Das Werk ist eine Hymne an die Kühnheit, fernab akademischer Konventionen und wohlgefälliger Kompositionen. Bourdelle schafft ein geschundenes Denkmal, in dem Qual mit Barbarei ringt. Nicht immer greift er in seinen Projekten Vorstudien auf. Für ihn taugt auch das Fragment als Gesamtwerk. Bei diesem zerstückelten Körper enthält ein Teil schon das Ganze. So wie diese schreienden Gesichter zwischen finalem Aufschrei und letztem Atemzug, zwischen Panik und Ausatmen, die laut Bourdelle über dieses einzigartige Sammelsurium eines Schlachtfelds zu triumphieren scheinen. Der große Krieger, zur gleichen Zeit entstanden wie Rodins Balzac, spreizt seine übergroße Hand und wirft einen endlosen Schatten. Über dem fertigen Denkmal flattern Flaggen, die im Wind zu knattern scheinen. Die Büste La France überragt es, voller Stolz über den geführten Kampf. 1902, noch vor der Aufstellung auf der Place de la Bourse in Montauban, wird das Denkmal vor dem Pariser Grand Palais präsentiert. Die Öffentlichkeit ist schockiert von seinen aufwühlenden, fast schon empörenden Formen, die Hoffnung und Angst zugleich verkörpern. Bourdelle, sagte Rodin, hat zum Wiederaufleben der heutigen Bildhauerei so viel beigetragen, wie es in dieser Zeit nur irgend möglich war. Diese Huldigung kommt nicht von ungefähr, denn seit Jahren arbeitet Bourdelle als Rodins Assistent. Unter der Aufsicht des Älteren modelliert er Marmorstatuen. Es ist also die Huldigung seines Meisters. Mit diesem Meister galt es, sich zu messen, um aus seinem Schatten heraus ins Licht zu treten. Als sich Bourdelle 1885 hier niederließ, war Montparnasse noch ein Dorf, in dem Viehherden weideten. Hier, nicht weit von Jules Dalou und Eugène Carrière, in diesem emsigen Bienenstock, wo sich ein Atelier an das nächste reihte, arbeitete er bis an sein Lebensende. Hier wartete er auf die ersten Sonnenstrahlen. Genau wie sein Zeitgenosse Gustav Klimt empfand Bourdelle schon sehr früh Begeisterung für Beethoven. Mit seiner wilden Haarpracht und seinem jugendlichen Fieber fühlte er sich dem Komponisten äußerlich ähnlich. Der gleiche dunkle Blick, der versiegelte Mund und auch der gleiche innere Aufruhr. Unablässig hörte Bourdelle Beethovens Musik. Ich schien die Skulptur ausnahmsweise zu hören, statt sie zu sehen. Jeder Schrei dieses Tauben traf mich direkt in die Seele. Ich würde ein ganzes und langes Leben brauchen, um all die Beethovens zu erschaffen, die in meiner Vorstellung aufleuchten. Von diesem Feuerwesen, diesem ungebändigten Mann, wie Goethe es ausdrückte, schuf Bourdelle über 80 Variationen aus Ton. Beethoven als Denker, mit zwei Händen, mit offenen Augen, mit Säule, mit üppigem Haar, mit Halstuch, mit Krawatte, im Baudelaire-Stil, als Pariser. Die Stirn schwer, die Miene melancholisch, die Augen hervorstehend. Dieses Grundmuster griff Bourdelle auf wie ein musikalisches Thema, wie ein hitziges Leitmotiv. Variationen, die als eigenständige Kunst gelten,
kurz bevor Henri Matisse oder Robert Delaunay ihre Serien schufen. Der Wind bewegt die Blätter vor dieser Galerie von Denkerskulpturen. Beethoven fasst dies in Worte, die Bourdelle in einen Sockel eingravierte. Mein Reich ist in der Luft. Wie der Wind ist, so wirbelt's auch in der Seele. Wenn er mit seinem Beethoven posiert, scheint der Künstler auf einer imaginären Klaviatur zu spielen. Auch an seinem Lebensabend im Jahr 1929 arbeitet er wieder an der Figur des Komponisten. Ein Beethoven mit Kreuz, den er La Pathétique nennt. Nachts fotografiert Bourdelle seine Werke, um sie besser zu offenbaren. Wie Konstantin Brancusi sieht er sich nicht mehr nur als Bildhauer, sondern auch als Techniker, der sich alle plastischen Formen aneignet. In seinem in Dunkelheit getauchten Atelier beleuchtet der Künstler einzelne Teile der Skulpturen, um sie anders zu sehen, sie neu zu komponieren. Ich erschaffe mir hier ein stilles Orchester, dessen Töne in Flächen und Lichtern zum Ausdruck kommen. So wie dieses Foto vom Kriegerdenkmal Montauban, wie in Leid erstarrt vor dem Guss. Die Lichtinszenierung einer Skulptur noch vor Man Ray oder Murnau. Das Atelier bei Tag. Bourdelle schätzt die Verglasung mit ihrem unveränderlichen Nordlicht. Auch das Zwischengeschoss, auf dem er über seinen Werken stehen kann, begeistert ihn. Ein klarer Rahmen für ein großes Werk aus knarrendem Holz und flirrender Bronze. In diesem Raum, sowie in den angrenzenden Ateliers, die er nach und nach hinzunimmt, arbeitet er ohne Unterlass, vom Morgengrauen bis zur Dämmerung. Wie jeder Bildhauer hat Bourdelle Assistenten. Er ist umgeben von Modellen, Schülern und Mitarbeitern. Unter seinen Anweisungen wird Marmor behauen, Ton geformt und werden Gipsbüsten vergrößert. Ein geschäftiges Leben. Man erkennt Matisse auf der Leiter über einem ausgemergelten Pferd. Hier arbeiten die beiden Gießer am sterbenden Zentaur. Allein, aber niemals für sich, bekennt Bourdelle, das Atelier bedeutet Einsamkeit zu zweit, du mit deinem Werk. Hier arbeitet deine Seele. Wenn du über lange Zeit das gleiche Atelier nutzt, weißt du seine vier Wände zu schätzen. So viele Tage hast du in ihrer Stille nachgesonnen. Hier sahst du deine Fortschritte entstehen. Noch heute scheint das Atelier von seiner früheren Präsenz beseelt. Bei jedem Gesicht erahnt Bourdelle die verborgene Seite, die Mondseite, die stets als schattenhaft galt. Schon Manet merkt es an und Picasso erinnerte sich, man tut gut daran, die Ähnlichkeit hinter sich zu lassen und zu entfremden. So wirkt es wahrhaftiger als die Natur. Bei der Arbeit an seinem Porträt, das er als respektlos kritisiert, unterbricht Rodin das Modellsitzen. Diese Skulptur wird vielleicht in 100 Jahren verstanden werden. Bourdelle heiratet zweimal, er liebt die Frauen. Unendlich. Unter seinem Spatel träumt Penelope und wartet. Sie träumt von einem anderswo. Die Liebe hat sie offenbar noch nicht gefunden. Damals ist Bourdelle hin und her gerissen zwischen seiner ersten Frau, Stephanie van Paris, die ihr Gesicht der Gattin von Odysseus leiht, und Kleopatre Sevastos, seiner griechischen Schülerin, die bald ihre Nachfolgerin wird und deren nachdenkliche Silhouette er hier festhält. Die Gesichtszüge der einen, den Körper der anderen.
Apollinaire, der Barde der Moderne, sieht in ihr die Verkörperung von Hoffnung und Verzweiflung gleichermaßen. Als das neue Jahrhundert anbricht, findet Bourdelle eine Tonskulptur wieder, die er aufgeben musste, weil ihm das Geld für sein Modell ausging. Der Ton ist ausgetrocknet, gesprungen, zerbrechlich wie ein antiker Ausgrabungsfund. Er verzichtet auf jede Schönfärberei und beschließt, alle Schrammen und Narben, Wundmale und Schmisse beizubehalten. Mit diesem Kopf des Apollo scheint der Bildhauer zu betonen, dass auch der Zufall Werke schaffen kann. Die quecksilbervergoldete Patina unterstreicht die archäologische, fast zeitlose Klarheit dieses Kopfs mit den zahllosen Rissen. Er versieht ihn mit einem geometrischen Sockel, der an den zeitgenössischen Kubismus von Braque und Picasso erinnert. Im September 1929, wenige Tage vor seinem Tod, erinnert sich der Künstler an seinen Kampf damit. Nach Jahren des Vergessens fand ich diese mit 30 angefertigte Studie, ganz trocken, rissig und unvollendet, in einem hinteren Winkel des Ateliers. Sie ist das Drama meines Lebens. Eine Seite vollendet, die andere noch in Bearbeitung. Sie sieht die verblendeten Scharen vorüberziehen und stößt doch manchmal auf einen halboffenen Blick. In diesem einzigartigen Werk erkannte Rodin eine endgültige Ablösung. Er vollzog die Trennung und verzieh mir nie. Er hatte Angst vor der Zukunft. Neun ist ein gutes Jahr. Bourdelle, 48, vollendet seinen Kopf des Apollo und seinen Herakles mit Bogen. Wer würde schon als Herkules posieren, wenn nicht, wie der Bildhauer einräumt, ein großartiger Athlet? Es erfordert einige Ausdauer des Kommandanten Doyen Barigot, diese anstrengende Pose zu halten. Da er fürchtet, erkannt zu werden, verlangt er, dass sein Gesicht verfremdet wird. Der realistische Kopf der ersten Studien weicht deshalb einer neutraleren Miene, die von antiken griechischen Skulpturen inspiriert ist. Es geht nicht mehr um ein Porträt, sondern um eine Idee. Nach und nach greift Bourdelle seine Studien wieder auf und entfernt jedes überflüssige Detail. Es bleibt ein nackter Held, der seinen gewaltigen Bogen durch den Raum spannt, ohne Sehne oder Pfeil. Das mit dem Zirkel vergrößerte Werk misst am Ende über 2 Meter. Wirkt es wegen seiner unbändigen Kraft expressionistisch? Steht es mit seiner vollendeten Dynamik im Einklang mit dem Futurismus, in dessen Zeit es entsteht? Hier, wo man sich fast wie unter Wasser fühlt, scheint die Zeit stillzustehen. Diese wie versteinert wirkenden Abdrücke sind Gussformen, ebenso wie zahlreiche Abdrücke von Originalmodellen. Sie dienen dazu, Musterstücke aus Gips herzustellen, die später in Bronze übertragen werden, in mehrere Bronzen, deren Auflage limitiert ist. Erkennt man hier die Umrisse von Herakles? Diese Gussformen sind die geheimnisvollen Überreste eines langen Prozesses, bei dem zunächst der Bildhauer, dann der Abformer, dann der Gießer in Aktion treten. Durch sie wird das Werk von Ton zu Gips und später vielleicht zu Bronze, wenn bei 1000 Grad Legierungen geschmolzen werden. Die
diese Gussformen und Gipsabdrücke von der Zeit zersetzt und mit Staub überzogen, erinnern fast an Pompeji, als der Vesuv es mit Lava und Asche zudeckte. Penelope wartet hier für immer. Von Penelope gibt es keine Neuauflage, ebenso wie von Herakles, wie dieses Etikett an seinem Arm verrät. Es zeigt, dass alle Bronzen bereits gegossen und in alle Welt verteilt wurden, von den USA bis nach Japan, von Schweden bis nach Argentinien. In diese unterirdischen Gefilde des Geistes dringt nie Tageslicht. Aber auch die Nacht bleibt draußen. Hier zählt nur das Licht der Fantasie. Bourdelle arbeitet Tag und Nacht ohne Unterlass. An großen, sehr großen Werken, die man bei ihm in Auftrag gibt. Inzwischen ist er umschwärmt, vielfach preisgekrönt und weltweit gefragt. Lässt dieses Gipsmodell des Denkmals von General Alvear, dessen erster Abguss auf einem Platz in Buenos Aires steht, erahnen, wie aufwendig sein Transport durch die Straßen von Paris war? Ganz zu schweigen vom Umladen von 13.400 Kilo Bronze im Hafen von Le Havre? Am Cours Albert Premier am Seineufer in Paris ragt das Denkmal des polnischen Dichters Adam Mickiewicz mit seiner imposanten Silhouette auf. 1929 wird es auf der Place de l'Alma vor einer Schar prominenter Gäste eingeweiht. Nur diese bewegten Bilder erwecken vorübergehend einen sichtlich müden Künstler wenige Wochen vor seinem Tod wieder zum Leben. Anatole France bezeichnet Bourdelle damals als größten Künstler seiner Zeit. Für mich, sagte Rodin, ist die Hauptsache das Modellieren, für Bourdelle ist es die Struktur. Ich schließe eine Emotion in einen Muskel ein. Er lässt sie durch einen Stil entspringen. Lange ist es her, seit der verarmte Bourdelle Theo van Gogh am Montmartre begegnete. Nun dringt die Sonne durch. Sie blendet sogar. In den letzten 20 Jahren seines Lebens hat der Bildhauer viele Schüler. Schweizer, Japaner, Chilenen und Schweden umschwärmen den Künstler, der zum Vermittler geworden ist. Unter seinen Schülern ist auch Alberto Giacometti, dessen filigrane Werke durch die grazilen, fast dahinschwindenden Figuren des Meisters wie vorweggenommen scheinen. Hier das vielleicht glanzvollste Werk Antoine Bourdelles, das Théâtre des Champs-Élysées. Das avantgardistische Bauwerk verbirgt hinter seiner Marmorfassade eine revolutionäre Betonstruktur. Am Tag seiner Einweihung 1913 stehen Ravel, Saint-Saëns und Debussy auf dem Programm, ehe hier der Sacre du Printemps von Stravinsky aufgeführt wird. Ein geschichtsträchtiger Skandal. Mit über 50 will Bourdelle Eindruck schinden. Wie ein Orchesterchef entwirft er die Fassade, konzipiert ihr Skulpturendekor ebenso wie die Fresken im Inneren. Dass sich Auguste Perret für seinen Entwurf entscheidet, liegt wohl daran, dass seine Architektur zugleich uneingestanden Skulptur ist. Davon zeugen die 5 Flachreliefs an der Fassade ebenso wie der imposante Fries, der darüber thront. Apoll ist hier umgeben von den 9 Musen, die allesamt von Isadora Duncans Choreografien inspiriert sind. Fasziniert von der Tänzerin mit den nackten Füßen, hat Bourdelle sie nach ihrer ersten Begegnung immer wieder aus dem Gedächtnis gezeichnet, ihre zeitlose Silhouette entblättert und mit violetter Tinte das Staccato ihrer Bewegungen skizziert. Sie war das faszinierende Idol einer ganzen Generation von Künstlern und zentrale Figur jenes Tanzes, der Matisse ebenso faszinierte wie Kirchner. Isadora, begleitet von Nijinsky, erschauert Tag und Nacht, als, wie Bourdelle sagt, die Wand selbst in Figuren zu erbeben scheint und dabei dennoch ihre Oberfläche, ihr Leuchten als Wand beibehält. Nachts streifte Rodin gern mit einer Kerze um seine Werke. Bourdelle dagegen liebte das Funkensprühen.